zwischen dem Tisejo und Monastiraki, fast gegenüber dem Eingang zur archäologischen Stätte der antiken Agora, an der Stelle, wo sich früher der Stadtteil Flasaru erstreckte, steht die heilige Kirche des HLG, Philippos. Der Name des Viertels stammte von der Kirche der Panagia Flasaru, einer Kirche, die am Rande des Felsens der Akropolis in der heutigen archäologischen Stätte der antiken Agora erbaut wurde und die in den 1930er Jahren im Rahmen der Ausgrabungen an dieser Stätte abgerissen wurde. Mit der Panagia-Kirche ging auch der Stadtteil Flasaru verloren, der laut Volkszählung von 1824 aus 66 Häusern bestand und von der heutigen Stoa des Attalos begrenzt wurde und sich fast bis zur Mitte der geraden Linie erstreckte, die durch den antiken Hephaistos-Tempel definiert war. Den meisten wissenschaftlichen Quellen zufolge befand sich in frühchristlicher Zeit eine andere Kirche an der Stelle, wo heute die Kirche des heiligen Philippos steht. Diese erste Kirche des heiligen Philippos war höchstwahrscheinlich eine dreischiffige Basilika aus dem 9. Jahrhundert n.Chr. mit erhöhtem zentralen Kirchenschiff, die an der Stelle errichtet wurde, an der die antike Straße der Stöhn und die Hadrianstraße im Westen zusammenlaufen. Die heutige Agios Philippou-Straße ist eine Verlängerung der Karaiskakis-Straße und verläuft auf der Trasse der antiken Stöhnstraße, die der Versorgung des Marktes mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen diente und die Agora mit den achanischen Toren von Athen verband. Die heutige Kirche wurde auf den Fundamenten der alten Kirche errichtet, die bereits seit 1912 den Namen Agios Philippos Flaseris trug. Die ältere Kirche des Agios Philippos war im Laufe der Jahre irreparabel beschädigt worden. Der entscheidende Schaden wurde von den Truppen des Kiutasche Pascha von 1826 bis 1827 während der Belagerung der Stadt Athen verursacht. In den Jahren nach der Befreiung der Stadt von den Osmanen wurde die Kirche repariert, aber die radikale Renovierung von 1866 veränderte ihre ursprüngliche Form. Als aufgrund der Ausgrabungen auf der antiken Agora der benachbarte Kirche der Panagia Flasaru abgerissen wurde, wurden viele Wertgegenstände und tragbare Ikonen in die Kirche des heiligen Philippos gebracht, der zu dieser Zeit auch andere Schätze aus Kirchen beherbergte, die ein ähnliches Schicksal wie die Panagia-Kirche hatten. Die Kirche des heiligen Philippos wurde erneut stark beschädigt, was ihre Stabilität bedrohte und schließlich 1961 zu einem grundlegenden Wiederaufbau führte. Durch die Beseitigung der neueren und willkürlichen Eingriffe kam schließlich die ursprüngliche Form der Kirche zum Vorschein, eine dreischiffige gewölbte Basilika mit einer einfachen Empore auf der Westseite und einem Glockenturm auf der Südwestseite. Die gemalte Dekoration der Kirche verdient besondere Aufmerksamkeit. N. Vassilopoulos schuf die ersten Hagiographien an den Seitenteilen, der Nische der Platitera und im Altarraum, von 1965 bis 1970. Dimitris Kentakas, ein Schüler von Fotis Kontoglou, verzierte die gewölbten Wände und die Decke mit seinen Hagiographien. Die exquisite holzgeschnitzte Ikonostase und der Bischofsthron mit ihren offensichtlichen neoklassizistischen Einflüssen und ihrer reichen Verzierung sind ein Werk aus dem Jahr 1842. Die Ikonen in der Ikonostase sind ein Werk der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und spiegeln die künstlerischen Tendenzen dieser Zeit wider, während Einflüsse der westlichen Kunst in der Art und Weise, wie die Gesichter und die Gewänder gestaltet wurden, offensichtlich sind. In der Kirche werden zwei bedeutende Ikonen aufbewahrt, die der Jungfrau von Flasaru und der HLG Paraskevi, die einst die gleichnamige Kirche an der Kreuzung der Nisos und Hephaistosstraße schmückten, sowie ein Teil der Reliquie des heiligen Apostels Philippos, das im Juli 1989 vom Kloster Santa Lucia Selzi in Rom gestiftet wurde.